Heute habe ich wieder die To-Go-App benutzt und zwar diesmal bei Dunkin' Donuts. Da kostet eine Box 6 € bei uns und da sind 7 Donuts drin. In der einen Box sind jetzt diese Donuts drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die gefüllt sind. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Und dann noch diese. Zwei waren halt extra verpackt. Und einmal diese Packung, schaut mal, ist süß mit Herzchen. Einhorn. Niedlich. Genau. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Hallo, mein Lieben, willkommen zu einem Aldi Seed Haul. Da gibt es nämlich 50% auf Putzmittel. Glasreiniger gab es noch, aber ich brauche die ja nicht. Ich habe noch ein bisschen. Und ich nehme ja Lumpen zum Tische putzen, Gläser putzen, Spiegel. Ja. Daher habe ich jetzt nur Badputzmittel gekauft. Und es gibt noch für das WC diese WC-Steine. Und zwar alles 50%, 47 Cent kostet da ein Teil. Und hier, da habe ich jetzt auch pro Teil 47 Cent gezahlt. Zitrus, Bad, Duschen, Reiniger. Da ist 1 Liter drin, meine ich. Ja, 1 Liter ist drin. Ich vermute mal, das wird dann kleiner gemacht und dann kostet es doppelt so viel. Ist ja meistens so, dass es so eine Art Abverkauf ist. Aua. Genau. Und da habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Kartons mitgenommen, weil für 47 Cent gibt es das eigentlich nie. Daher habe ich jetzt einen Vorrat geholt. Ich habe auch noch was da gelassen. Ich habe nicht alles leer gekauft, dass ich einfach jetzt eine Weile nichts mehr kaufen muss. Das ist ja der Gedanke daran. Genau, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Hallo, meine Lieben, willkommen zum neuen Foodsharing Haul. Und zwar habe ich die beiden gratis erhalten, dank Foodsharing. Und zwar einmal Colaflasche. Sieht sehr lecker aus. Und einmal Hippies. Da bin ich schon sehr gespannt, wie die schmecken. Vor allem auf die, ich liebe ja so Colaflaschen. Genau, beide gratis, dank Foodsharing. Hallo, meine Lieben, willkommen zum neuen Extreme Haul. Ich habe voll übertrieben. Aber ich muss sagen, ich habe nicht Rewe leer gekauft. Da war genügend da. Das sieht zwar so aus, aber habe ich nicht. Ich habe mir gedacht, ich brauche Zewa in allen Lebenslagen. Kinder, Katzen. Ich putze mit Zewa alles, was mit Zewa putzen kann. Und daher habe ich jetzt einen Vorrat geholt. Und das reicht wahrscheinlich für mein ganzes Leben. Wahrscheinlich erbe ich meinen Kindern noch was. Keine Ahnung. Mal gucken, wie lange es haltet. Auf jeden Fall, Zewa kann man immer gebrauchen. Und es gibt ja eben den Kassenfilter bei Rewe. Die gibt es gerade für 2,49 € im Angebot, also diese Zewa-Rollen. Kauft zum Beispiel 5 Stück, dann sind wir bei 12,45 € oder irgendwas. Und dann gibt es Coupon 1 €, 2 € und 3 €, alle 3 scannen. Kommt ihr auf 6,45 €. Könntest du es natürlich aber auch so machen, ihr nehmt 4-mal Zewa-Rolle. Und kauft einmal für, bei uns kosten die 1,39 € so Tempopackung. Dann kommt ihr auf 5 € irgendwas, wenn ihr die drei, ich glaube 5,45 €, ich weiß es nicht. Wenn ihr die gescannt habt, genau. Also wenn es ihr noch günstiger haben wollt, aber es gab jetzt zum Beispiel nicht so viel Tempos, daher habe ich jetzt lieber Ziel was mitgenommen. Genau. Und ja. Ich weiß jetzt schon, dass total unnötige Kommentare kommen, aber ihr kennt's mich. Ich mache das schon immer so und so bin ich. Ich bin wieder da. Okay, bis dann. Hallo, meine Lieben, willkommen zum neuen Aldi Süd Haul. Ich habe nochmal Nachschub geholt, weil wie gesagt, ich bin. Ja, Simba, magst du mal ein bisschen putzen? Ja? Das wären so meine Heinzelmännchen. Muss ich nichts mehr machen. Chiara, du auch? Chiara, du auch? Willst du auch mal ein bisschen putzen? Ja, auf jeden Fall habe ich noch mal für 47 Cent pro Flasche ein bisschen was geholt. Ich habe nicht alles mitgenommen. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe auch keinen Wagen genommen. Ich habe das mit zwei Händen getragen. War nicht so einfach. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich einen Wagen nehme, dann kaufe ich wieder zu viel ein. Ja, daher so. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.